unsere erste Übung, unsere erste Partnerarbeit. Ich gebe euch erstmal die zwei Blätter und wir erklären die gemeinsam, bevor wir das mit dem Partner machen. Das ist nur ein, also zwei Seiten, aber ein Blatt. Okay, möchten Sie einmal anfangen vorzulesen? A. Ja. Stellen Sie Ihrem Partner die folgenden Fragen nur mündlich. 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 Mhm. Mündlich. Das ist Aufgabe A. Mhm. B. Was ist mit Ihnen? Beantworten Sie die Fragen schriftlich auf dem Blatt. Genau. B machen wir danach. Zuerst machen wir nur A. Das ganze Blatt einmal mündlich ist A. Okay? Ja. Ja, Nummer 1, Name ist klar, hoffentlich. Dann zweitens, was sind deine Hobbys? Fragt ihr euren Partner. Und jetzt kommt's, Nummer 3. Machst du etwas von diesen Dingen auf Deutsch? Kreuze an und ergänze. Die erste Aktivität, zu Hause Deutsch sprechen. Wenn dein Partner zu Hause sagt, ja, ich spreche zu Hause Deutsch, dann okay. Frag ihn, wie oft? Jeden Tag oder nur am Wochenende, wenn Gäste kommen? Ja, einfach mal ein bisschen darüber sprechen. Auf Deutsch Fernsehen. Machst du das? Ja oder nein? Wie oft? Jeden Tag? Nur am Wochenende? Einmal pro Woche? Zweimal? Einmal im Monat? Drittens, im Internet auf Deutsch lesen. Nachrichten, Instagram, Facebook, irgendwas. Wenn ja, wie oft? Mit Freunden oder Bekannten Deutsch sprechen? Wenn ja, wie oft? Beim Sport Deutsch reden? Keine Ahnung, im Fußballverein? Oder Fitness. Fitnessstudio, es gibt viele Möglichkeiten. Ja? Ist es auf Deutsch oder nicht? Mit Leuten auf Deutsch schreiben am Handy, SMS oder so? Schreibst du die auf Deutsch? Wenn ja, wie oft? Und wenn jemand arbeitet, ist die Frage, sprichst du auf der Arbeit Deutsch? Oder gibt es noch was anderes, wo du Deutsch sprichst? Vielleicht habe ich das vergessen, keine Ahnung was. Ja? Kannst du selber später sagen oder kannst du selber sagen. Das ist Nummer 3. Nummer 3 ist super wichtig. Nummer 6. Was ist für dich ein guter Deutschkurs? Was ist für dich ein guter Unterricht? Ja, vielleicht viel sprechen, vielleicht viel spielen, vielleicht viele E-Mails schreiben, ja, vielleicht viel hören, ich weiß nicht was, vielleicht viel Grammatik, vielleicht viele Hausaufgaben. Ja. Nummer 7. Was möchtest du bei dir in diesem Kurs besonders verbessern? Kreuze an oder ergänzen. Möchtest du besonders deine Grammatik verbessern? Möchtest du deine Rechtschreibung verbessern, also Diktate schreiben? Hörverstehen, sprechen oder etwas anderes? Ja, warum bist du hier? Was willst du verbessern? Nummer 8. Was ist für dich ein guter Lehrer? 10. Was möchtest du nach dem Deutschkurs machen? Zum Beispiel eine Weiterbildung oder eine Ausbildung oder noch einen anderen Deutschkurs? Oder ich weiß es noch nicht. Oder etwas anderes. Nummer 11. Was ist für dich wichtiger, kooperativ? Was ist wichtiger? Die Prüfung bestehen oder dein Deutsch verbessern? Was ist wichtiger für dich? Einige Leute sagen, ich will nur die Prüfung. Ich will nur das Zertifikat. Ich will beides eigentlich. Ja? Oder jemand sagt, ich will beides. Ich will mein Deutsch verbessern und ich will ein Zertifikat. Beides ist gleich wichtig für mich. Ja? Fragt es euren Partner, was ist für dich wichtiger? Das, das oder beides? Oder nix? Niveau heißt zum Beispiel A1, A2, B1, B2. Das sind Niveaus. Niveaus, Stufen. Auf Spanisch sagt man Nivel. Das ist Niveau. Das ist Französisch. Aus Französisch, ja. Ja. Er schreibt E-A-U, aber sagt nur O. Niveau. Niveau A1. Ja, genau. Richtig. Richtig. Ne? Gesundheit. Ja, jetzt wirklich Gesundheit, ne?
Jetzt wirklich? Ich hoffe wirklich. Früher, guck mal, warum sagt man Gesundheit? Weil früher, vor, keine Ahnung, 500 Jahren, haben die Leute gesagt, okay, ich hoffe, du bist gesund. Darum sagt man Gesundheit. Und jetzt mit Corona sagen wir, okay, Gesundheit, hoffentlich bist du gesund. Aber morgen in Google, ich habe gelesen, ja. Corona kommt in Deutschland auch. Ja. Klar. Ja. Was ist ja, los? Klar. Weil so viele, das sind transportieren, das ist so Chinesen, asiatische Menschen hin und zurück. Warum chinesische Kontexte? Ja, das geht auch nicht nur, guck mal. Oder Schulen auch. Es sind so viele Sachen. Es sind so viele Sachen. Was denkst du? Denkst du, der Virus sagt, ah nein, ich habe kein Visum für Europa, ich komme nicht nach Europa? Natürlich kommt das. Das ist normal. Ganz normal. Mit gesund keine Corona. Ja. Immer Hände waschen. 30 Sekunden mindestens. 30 ja. Sekunden. Richtig die Hände waschen, so. Ja. Und wenn man niest, nicht in die Hand niesen, sondern hier in den Ellbogen niesen. Leute, ja. So, also es wird passieren. Guck mal, es wird passieren. Was denkst du? Denkst du, das Virus, das macht... Nein, ich komme nicht nach Köln. Das Virus kommt überall hin. Eben. Ja? Ohne Visum. Ohne Visum. Ja? Ohne Papier. Das kommt einfach. Klingelt nicht. Kommt einfach rein. Ohne Termin. Gut, gucken wir uns das gemeinsam an. Das war sehr wichtig, diese Übung. Das ist nicht nur eine Übung. Viele Leute haben, sagen, oh, ich lerne nicht richtig Deutsch. Und ein Problem von vielen ist die Gewohnheiten. Gewohnheiten ist die Routinen, was man jeden Tag macht. Darum ist das wichtig. Ich gucke mal. Okay, ich nehme einmal dich, du bist der Erste. Zu Hause Deutsch sprechen? Sprichst du zu Hause Deutsch? Nein. Gar nicht. Das ist schon krass. Ja. Schaust du auf Deutsch fern? Ja, ungefähr viermal pro Woche. Ja. Was guckst du? Was guckst du im Fernsehen? Manchmal Netflix. Netflix? Ja. Okay. Ja, ist schon gut. Ja. Netflix, das ist schon gut, wenn du auf Deutsch Netflix guckst oder egal welche Sachen auf Deutsch, mehrmals pro Woche, nicht einmal im Jahr, das ist schon gut. Okay, im Internet auf Deutsch lesen, selten, zweimal pro Woche. Du kannst, wenn du willst, du kannst jeden Tag auf Deutsch irgendwas lesen, keine Ahnung, auf Instagram, auf Facebook. Ne? Vielleicht, wenn du Fußball magst, kannst du sagen, okay, ich lese jetzt meine Fußballnachrichten auf Deutsch, nicht mehr auf Spanisch, Portugiesisch, Türkisch. Ne? Ich mache das nur noch auf Deutsch, zum Beispiel. Mit Freunden Deutsch sprechen, okay, fünfmal pro Woche, sehr gut, sehr gut. Beim Sport Deutsch reden, nee. Du gehst ins Fitnessstudio, um Baseball, Baseball oder Basketball? Baseball. Baseball? Ja. Spielst du Baseball? Ja. Ich liebe Baseball. Ja, wo spielst du? Ja, hier in meinem Land. Shit, schade. Es gibt einen Verein in Köln, ja. Baseball ist sehr, ich liebe Baseball, aber... Ich liebe Boxen. Boxen? Ja, aber ich hätte... Gibt's viele in Köln, aber Baseball... Es gibt einen Verein, aber... Ey, das ist gut. Also, wenn du ein paar Leute findest, dann können wir zusammen spielen. Ich habe sehr viel Lust. Ich liebe Baseball. Hier in Deutschland, weniger Leute kennen diesen Sport. Ja. Ja. Oh, ich liebe das. In meinem Land, jeder Leute spielt Baseball. Woher kommst du nochmal? In der Dominikanischen Republik spielt das jeder. Wahnsinn. Toll. Ich liebe Baseball. Wir müssen ein paar Leute finden. Wir müssen ein paar Leute finden. Wir müssen das spielen. Sehr gut. Oder umziehen. Ja. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Mit Leuten auf Deutsch schreiben, jo, sechsmal pro Woche, das ist sehr gut. Wenn du ne, deine SMS auf Deutsch schreibst, mach das zwei, drei Jahre, da lernst du sehr gut. Ja. Gut, auf der Arbeit Deutsch reden, okay. Arbeitest du momentan? Ich? Mhm. Nein. Momentan nicht, okay. Ich spreche mit meinem Nachbarn siebenmal pro Woche. Boah, sehr gut. Also jeden Tag mit den Nachbarn Deutsch sprechen, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, vorher warst du beim A2-Kurs? Bei welcher Schule, weißt du das? Ja, das vergessen. Diese Schule ist in Neumarkt. Am Neumarkt, die Volkshochschule. VHS. Ja. Volkshochschule. Hm? Okay. Gut, was möchtest du besonders verbessern? Grammatik und Hörverstehen? Das war's? Gut.
Gut, ein guter Lehrer ist, wenn der nett ist. Ja? Okay, gut, sehr gut. Du warst Polizist früher? Ja. Wow, oh, cool. Und nach dem Deutschkurs möchtest du eine Ausbildung machen? Als? Ich gucke. Guckst mal, okay. Und du willst die Prüfung bestehen und du willst lernen, ne? Beides. Okay, alles klar. Gut, also wir sehen, ne, er hat schon ein paar gute Gewohnheiten. Ne? Er guckt Videos auf Deutsch, er spricht mit Deutschen, also mit Freundinnen auf Deutsch, das ist schon mal sehr gut. Das, du hast schon gut ein paar gute Routinen, das ist schon gut, wirklich. Okay, gucken wir weiter. Das ist von Ihnen, von dir. Gut, gucken wir zu Hause Deutsch sprechen? Gar nicht. Auf Deutsch Fernsehen? Jeden Tag. Sehr gut. Ja, sehr gut. Was guckst du auf Deutsch? Netflix und meine Onkel waren in unser Haus gekommen. Dein Neffe? Enkelkind. Enkelkind? Wir sehen Animation. Zeichentrick. Zeichentrick, ja. Cartoons, ne? Cartoons. Ja, Zeichentrick, sehr gut. Das ist sehr gut. Jeden Tag ist super. Im Internet auf Deutsch lesen, jeden Tag. Jeden Tag. Wow, was liest du zum Beispiel? Ja, YouTube mit Internet und Fernsehen. Wir sehen. Sehr gut, sehr gut. Mit Freunden Deutsch sprechen, selten, zweimal pro Woche. Beim Sport Deutsch reden, gar nicht. Mit Leuten auf Deutsch schreiben am Handy, einmal pro Woche. Okay, mit Freunden Deutsch sprechen. Ich habe einen Vorschlag. Es gibt am Neumarkt den Sprachraum. Gibt es nicht nur in Köln, gibt es auch in anderen Städten. Wenn ihr woanders wohnt oder Freunde habt, die nicht in Köln wohnen, könnt ihr wahrscheinlich, keine Ahnung, Sprachraum Berlin, Sprachraum Bremen. In Köln ist der Sprachraum am Neumarkt, neben der Stadtbibliothek. Ja. Ja? Und da sind Leute, Rentner oder manchmal bin ich auch da. Und wir sitzen da und wir warten, bis jemand kommt, der Deutsch sprechen möchte. Einfach am Tisch. Hier sitzt jemand, hier sitzt jemand, hier sitzt jemand. Und du kannst einfach ohne Termin und sogar gratis. Das ist unglaublich. Genau, im selben Gebäude. Du kannst hinkommen und sagen, Entschuldigung, haben Sie Zeit? Jo, und dann sprichst du einfach. Ja. Wer sind Sie? Ja, ich bin der Philipp und mein Hobby ist so. Und dann, ah, okay. Oder auch wenn du Hausaufgaben hast. Ja. 6 Tage pro Woche kannst du hingehen, von Montag bis Samstag. Das ist ein Tipp. Auch mein Tipp, wenn ihr sagt, ich kann zu Hause nicht lernen, geht dahin. Geht dahin. Ja, da sind Bücher, da sind Tische. Ja, sehr, sehr, sehr gut, um Deutsch zu sprechen oder um Hausaufgaben zu machen. Gut. Du warst vorher in einem Integrationskurs in Aachen. Integrationskurs, wann wir waren in Hamburg. In Hamburg. Okay. Hör, verstehen und sprechen willst du verbessern. Sehr gut. Beruf, Buchhalter, okay. Alles klar, und du willst die Prüfung bestehen und dein Deutsch verbessern? Sehr gut. Dann, wir sehen, genau. Zu Hause Deutsch sprechen 4-mal pro Woche. Ja, mit wem? Nicht viel reden. Nicht viel reden? Ja. Mit wem sprichst du Deutsch? Mit Kindern oder? Mit deiner Frau. Mit deiner Frau. Ja. Ihr sprecht Deutsch? Nein. Nein. Türkisch. Nur Türkisch. Okay, mit wem sprichst du Deutsch zu Hause? Nicht viel. Nicht viel? Nicht viel. Nicht 4-mal pro Woche, 4-mal pro Monat? Ja. 4-mal pro Monat, ne? Auf Deutsch Fernsehen? 2-mal pro Woche? Das ist viel Sport. Aber nur 2-mal pro Woche, ne? Ja. Nur 2-mal pro Woche? 2, 3. Okay, warum nicht 7-mal? Du kannst immer auf Deutsch Nachrichten, Fußball, wenn du das machst, wirst du sehr, sehr viel besser. Im Internet auf Deutsch lesen, 3-mal pro Woche. Mhm. Mit Freunden Deutsch reden, 5-mal pro Woche, sehr gut. Beim Sport Deutsch reden, 2-mal pro Woche. Mit Leuten auf Deutsch schreiben am Handy, selten. Auf der Arbeit Deutsch reden, selten. Okay, also mein Vorschlag für dich, um dir zu helfen, ist, auf jeden Fall, du solltest mehr auf Deutsch Fernsehen. Wenn du kannst zum Beispiel sagen, okay, ich gucke einmal deine Nachrichten 20 Minuten auf Deutsch und danach kannst du wieder auf Türkisch gucken. Aber jeden Tag, ja. Das ist schon gut. Kann deine Frau Deutsch? Ja. Versuch mit ihr Deutsch zu sprechen. Ja, wir wollen in Köln, aber das ist gute Deutsch. Sprechen, ja, versuch. So sagst du, okay, jetzt eine halbe Stunde nur Deutsch. Ich weiß, weil das ist viel Arbeit für deine Frau. Die muss langsam reden und so.
Du kannst sagen, okay, jeden Tag jetzt eine halbe Stunde Deutsch. So, machst du hier einen Wecker, so, ne, die Stoppuhr, und dann, okay, bis das klingelt, nur Deutsch. Und wenn ich nicht verstehe, musst du dreimal erklären oder anders oder ne, egal wie. Das ist ein Vorschlag, weil du hast Glück. Du hast eine Frau, die Deutsch spricht. Das ist super. Viele Leute sind zu Hause, keine Ahnung. Die Frau spricht Arabisch, der Mann spricht Arabisch, die drei Kinder können auch Arabisch. Game over. Ja, nicht Game over. Ja, nicht. Aber du hast Glück. Du hast Glück. Du hast eine Frau, die Deutsch kann. Das ist sehr gut. Ja. Gut. Alles klar. Alles klar. Dann May, ne? Ja. Ja. Meine Hobbys sind Fashion Design, also Kleidung, Modedesign. Das ist ein Hobby. Wow, nicht schlecht. Nicht schlecht. Kleidung, Wahnsinn. Wahnsinn. Boah, heftig. Nicht schlecht. Zu Hause Deutsch sprechen? Wie oft pro Woche? Immer. Sehr. Auf Deutsch Fernsehen? Gar nicht. Im Internet auf Deutsch lesen? Da hast du geschrieben YouTube. Okay, bei YouTube sind Videos. Wo liest du auf Deutsch? Liest du auf Deutsch manchmal? Nein. Mit Freunden Deutsch sprechen? Ja. Manchmal beim Sport Deutsch reden? Gar nicht. Mit Leuten auf Deutsch schreiben am Handy? Ja. Wie oft schreibst du auf Deutsch am Handy? Manchmal. Also manchmal. Manchmal ist so 50% WhatsApp. Wie oft pro Woche? Zweimal, dreimal. Okay. Ja. Alles klar. Also, mein Vorschlag für dich ist, kann jemand in deiner Familie Deutsch, gut Deutsch? Ja. Ja? Wer kann gut Deutsch? Meine Schwester, ja. Okay. Wenn du kannst, sprich mit deiner Schwester jeden Tag, wie bei ihm, eine halbe Stunde oder eine Stunde, aber jeden Tag. Halbe Stunde. Wenn du kannst, wenn sie auch kann. Wohnt ihr zusammen? Ja, zusammen. Dann mach das auch. Stopp und sag, okay, jetzt eine halbe Stunde nur Deutsch. Boom. Lernen Englisch und Deutsch und bis beide machen, wenn sie eins machen. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Warum sage ich das? Weil ihr werdet sehen, die Prüfung ist ziemlich schwer. Und das ist schwer nur mit normalem Lernen, können viele das nicht beim ersten Mal schaffen. Aber wenn jemand jeden Tag zu Hause Deutsch spricht oder woanders beim Sprachraum jeden Tag spricht, das kann klappen. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Es ist schwierig für die meisten, nur mit Papier zu lernen. Das geht sehr langsam. Kann man, aber ist sehr, sehr langsam. Wenn ihr das benutzt, diese Information, geht das viel schneller und dann kann man auch beim ersten Mal die Prüfung schaffen. Darum habe ich diese Fragen gestellt. Also, ich würde empfehlen, sprich mit deiner Schwester jeden Tag 30 Minuten, mindestens Deutsch. Einfach ein normales Gespräch auf Deutsch, 30 Minuten. Auf Deutsch Fernsehen gar nicht. Guckst du Fernsehen? Ja, ich habe. Guckst du Fernsehen so in anderen Sprachen? Ja. Auch, mach wie bei ihm. Sag, okay, bevor ich jetzt auf Arabisch gucke, gucke ich 10 Minuten auf Deutsch. Wieder, Stoppuhr, jetzt 10 Minuten auf Deutsch. Jeden Tag. Und dann danach kannst du das gucken, damit du deine Routine veränderst. Okay. Ist gut, okay. Du warst bei B1 Plus Beruf vorher? Wo warst du? Bei welcher Schule? Benedikt. Wow, okay. Das sind gute Schulen. Das war zu schnell, ne? Alles schnell. Ich verstehe. Langsam ist besser. Langsam ist besser, ja. Englisch, Deutsch, Kunde. Sechs Monate nicht genug. Verstehe, ja, ja. Und das Musik ist schnell, ne? Wie Techno, ne? Du möchtest eine Ausbildung machen? Weißt du schon als was? Fashion Design. Auch wieder Modedesign. Mhm. Wir sagen auf Deutsch Modedesign. Modedesigner. Entschuldigung, Modedesigner. Oder für eine Frau Modedesignerin. Aline. Gut. Sprichst du zu Hause Deutsch? Nee. Gar nicht, ne? Guckst du auf Deutsch fern? Ja, ja. Wie oft pro Woche?
Fahrtüre und immer viel. Jeden Tag? Ja, ja, jeden. Jeden Tag? Ja, jeden. Okay. Du oder Kinder? Du oder die Kinder? Ich und Kinder. Das ist schon mal gut. Mit Freunden Deutsch sprechen, ja? Sprichst du mit Leuten Deutsch? Ja, ja, auf der Arbeit. Auf der Arbeit? Wie oft pro Woche sprichst du Deutsch mit Freunden oder auf der Arbeit? Ich arbeite und telefonieren. Aber wie oft ungefähr pro Woche? Dreimal, viermal, jeden Tag, zweimal? Ja, nee, viermal. Viermal? Ja. Also du arbeitest momentan? Ja, ja. Wo arbeitest du? In Post. In Post? Post. Bei der Post? Ja. Ah, okay. Zum Beispiel, ich gehe in Flughafen. Ja, ja, ihr sortiert. Ja, Flughafen und OPS. OPS in viele Post. Mhm. UPS. OPS. Und mein Auto in Kolumbien. Mhm. Ich gehe andere Lines. Zum Beispiel in Frankreich, Österreich. Okay. Und sprichst du? Musst du viel sprechen auf der Arbeit? Ja, in der Arbeit. Ja, musst du viel sprechen? Ich muss, ich will ja. Aber viel oder wenig? Wenig. Wenig? Ich denke auch. Ich denke auch. Okay. Also ich schlage vor, du musst, so wie ich dich sehe, seit wann arbeitest du da auf dieser Arbeit? Arbeite. Yeah. Seit wann? Also wie lange schon? Ja, eine Woche, 8 Uhr. Nein, ich meine, seit wann? Also seit 2 Monaten, seit 3 Monaten? Ein Jahr. Seit einem Jahr. Ich denke, das ist nicht genug. Also ich glaube, du musst noch woanders jemanden finden, um Deutsch zu sprechen. Weil ein Jahr auf dieser Arbeit Deutsch sprechen, das ist zu wenig Deutsch. Ich merke das schon. Zum Beispiel, du kannst hier hingehen, dreimal pro Woche, viermal pro Woche, es ist kostenlos. Das ist kostenlos. Du kannst einfach sagen, okay, jetzt spreche ich eine Stunde nur Deutsch mit diesem Mann. Oder, keine Ahnung, ich mache mit diesem Mann meine Hausaufgaben. Ich hatte hier eine Teilnehmerin, die ist viermal, fünfmal pro Woche dahin gegangen, hat ihre Hausaufgaben gemacht, wenn sie mit den Hausaufgaben fertig war. Da gibt es Gruppendiskussionen, hat sie in der Gruppe geredet und so. Sie war super gelernt, super gelernt. Ja. Und nochmal, es ist kostenlos, das ist verrückt. Ja, das, früher gab es das nicht. Das gibt es erst seit 4 Jahren, 5 Jahren. Bis 18 Uhr, glaube ich, bis 6 Uhr. Ja. Also von 1 Uhr bis 18 Uhr ungefähr, ne, glaube ich, ist das. Und am Wochenende öffnen die früher, ich glaube um 10 Uhr. Ja. Also das ist mein Tipp für dich. Ich kann das jetzt schon dir sagen, du musst mehr sprechen und das ist ein guter Tipp für dich, weil nur im Deutschkurs sitzen und ich glaube, bei deiner Arbeit musst du nicht so viel Deutsch sprechen, das wird schwer für dich. Der Kurs wird sehr schwer, wenn du nicht sofort mehr Deutsch sprichst, jeden Tag. Okay. Alles klar. Dann haben wir nur... Du sprichst zu Hause Deutsch? Ja. Wenn meine Tochter, meine Kinder kommen. Mhm. Ja, oder meine Freundin, gibt es viele Arbeitskollegen auch zu mir Besuch kommen. Ich koche gerne, ich backe gerne. Wow, super. Zu Hause, dann einlade. Dann hast du viele Gäste. Ja, ich bin sehr gute Gastgeberin, dann bekommt immer, ich spreche jetzt immer Deutsch. Ja. Super, okay. Und die Stadt ist gute Koch. Ja? Ja, ein Zertifikat von ihm, ne? Ja. Sehr gut. Okay, das sieht ich gut aus. Das ist so in der Krass. Krass. Dann Suheyla ist hier. Das war's für mich? Ja, ja, ich habe das gesehen. So, also sprechen. Genau wie bei dir, ne? Ihr seid verheiratet, ne? Genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Okay. Wir sprechen. Du bist Grundschullehrerin? Ja. Cool. Ja, da musst du gut lernen. Ja, da musst du gut lernen. Ist immer cool, wenn Lehrer im Deutschkurs sind und wenn die viele Probleme haben. Ich sage, hey, du bist Lehrer, du musst gut lernen. Und manchmal habe ich so Sprachlehrer auch im Kurs. Ich sage, du bist auch Sprachlehrer, du kennst die Grammatik, du kennst das alles. Ich sage, das ist nicht, doch, Philipp ist schwer. Ich sage, ist nicht so schwer, komm. Komm, ja.
Ja, okay. Viele Menschen auf der Weg, wie sage ich, ich habe auch Probleme. Ich kann es nicht so gut sprechen, wissen, aber das, meine Probleme ist das Grammatik. Das ist so Deutsche, nicht wie Türkisch, nicht meine Muttersprache. Türkisch, das ist, wenn ich spreche, das ist gleiche Schreiben. Aber Türkisch ist, Deutsch ist anders. Ein bisschen anders, ja. Das ist mein Problem. Ich kann ein bisschen gut sprechen, aber das ist Grammatik. Mein Problem ist Grammatik. Das ist kein Problem. Wir lösen das. Ja. Wir üben das. Dann haben wir noch Khadija, ne? Ich hab's vergessen hier. Meine Hobbys sind Musik hören und putzen. Das ist sehr schön. Ja. Du kannst bei vielen Leuten putzen, glaube ich. Sehr gut. Du kannst auch beides zusammen machen. Ja. Sehr gut. Ein bisschen sprichst du zu Hause Deutsch mit den Kindern? Ja, mit den Kindern und meinen Freunden. Cool. Auf Deutsch Fernsehen zweimal pro Woche? Ja, zweimal. Warum so wenig? Weil meine Kinder immer Cartoon, Kinderfilm schauen und ich will nicht. Du willst, das ist langweilig, ne? Ja, ja, langweilig. Das verstehe ich. Im Internet auf Deutsch lesen dreimal pro Woche? Du kannst. Google manchmal. Ja. Benutzt du Facebook oder Instagram oder so? Ich habe Facebook, aber nicht so viele. Okay, was machst du am Handy normalerweise? Normalerweise, ich mache immer mit WhatsApp. Ich okay. benutze WhatsApp und mit zwei Deutschen immer im WhatsApp schreiben. Das ist gut. Ja, und meine Bruder auch. Manchmal sagt, bitte Deutsch schreiben. Bitte. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ich versuche Deutsch zu schreiben. Das ist super gut. Ja. Das ist super gut. Ja, meine Freunde auch, Universität geht. Mhm. Und auch sagt, bitte Deutsch. Sehr gut. Ja, das ist auch. Also auf Deutsch schreiben ist super auch gut. Für mich schwer, aber das ist versuche. So. Ich glaube, alles ist schwer. Alles schwer. Und dann, wenn das leicht ist, sagt man, ja, ist leicht. Ich sage, ja, jetzt sagst du, es ist leicht. Du hast 4 Monate gelernt, jetzt ist das leicht. Am Anfang war das schwer. Gut. Hast du früher gearbeitet oder arbeitest du jetzt? Ja, meine Heimat. Mhm. Ich war Lehrerin. Ah, okay. Ah, auch Lehrerin? Grundschullehrerin? Ja, wie Sie? Aber ich habe 2 Jahre gelernt, Lehreramt, nicht studieren. In Afghanistan ganz anders. Ganz anders. Ich kann nicht wie Deutschland vergleichen. Natürlich. Ja, das ist ganz anders. Das glaube ich. Das glaube ich. Hier steht auf der Arbeit Deutsch reden 5-mal pro Woche. Arbeitest du jetzt? Ich habe geschrieben. Steht hier. Keine Ahnung, okay. War ein Fehler. Jetzt nicht mehr, okay, gut. Du hast einen Integrationskurs besucht? Ja. An welcher Schule? Integrationskurs? In welche Schule? Mhm. Ich verstehe nicht, welche Schule, aber Name Integrationskurs. In der Kirche. Weißt du, wo die Kirche war? In Bayern. Ach, in Bayern, okay, alles klar. In Bayern, aber in der Kirche, evangelische Kirche. Evangelische Kirche. Evangelische in Bayern, okay, gibt's nicht oft. Gibt's nicht oft. Gut. Keine Schule in evangelische Kirche. Wow, du willst danach einen B2-Kurs machen? Ja, aber meine Sprache nicht. Ja, okay. Ich kann nicht gut Deutsch. Noch nicht. No, wie bei ihr, ne? Noch nicht. Ja, alles Schritt für Schritt. Ey, B2 ist super schwer. Super schwer. Super schwer. Wer B2 kann, also das ist ein Profi. Das ist ein Profi, ja. Hat jemand also eine Frage bis hierhin? Ich hoffe, ihr habt das verstanden, warum wir darüber gesprochen haben. Ne? Ich kann euch helfen, aber ich bin kein Zauberer. Ja? Ich bin kein Magier. Ich mache nicht so hier B1, B1, B1. Es geht nicht. Ja? Ihr müsst etwas machen. Und machen heißt im Deutschkurs natürlich mitmachen und arbeiten und Hausaufgaben. Aber ihr müsst gucken, okay, guck mal, es gibt Leute, ich hatte die im Kurs, die können super studieren. Die lesen sowas, lesen das 3-mal, 4-mal, bumm, die können das. Das sind krasse Leute. Die normalen Leute, wie ihr und ich, die meisten, wir müssen mehr sprechen, damit wir das in unserem Kopf behalten. Wir müssen das benutzen. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt so Computer, die machen das einmal so, die scannen und dann können die alles. Die meisten Leute müssen das benutzen, damit sie das im Kopf behalten.
Benutzen kann auch sein, Fernsehen gucken ist sehr gut, sprechen ist sehr gut. Hauptsache jeden Tag. Nicht einmal pro Woche, nicht zweimal, nicht dreimal, nicht einen Monat vor der Prüfung. Das ist sehr spät. Ja, das ist sehr spät. Jeden Tag. Danach, ich lerne selber immer Sprachen. Ja? Arabisch, Kurdisch, ich mag alle Sprachen. Und ich habe zu Hause alle diese Fernsehsender in diesen Sprachen. Und manchmal gucke ich. Hier, vorgestern habe ich Zeichentrick auf Arabisch geguckt. So, 10 Minuten. Ich habe gesagt, okay, ich versuche ein bisschen zu lernen. Ich gucke 10 Minuten. Okay, cool. Manchmal höre ich ein neues Wort, ich schreibe das auf. Ich schreibe eine SMS und ich frage jemanden, hey, ist dieser Satz richtig, ja oder nein? Ja? Okay. Gut. Google übersetzen immer. Kann man auch machen. Ja, ich schreibe in Deutsch, aber Google ist immer so übersetzen. Und lernen natürlich. Kannst du machen? Schreibst du auf Deutsch und Google übersetzt? Ja. Ah, das kann er auch machen. Verstehe, jetzt verstehe ich. Auch guter Trick. Guter Trick. Okay. Dann, ich denke, nächste Woche haben wir unser Kursbuch. Ich habe ein paar Seiten daraus kopiert. Meine Frage an euch. Nachbarschaft, ihr kennt das, ne? Wenn man seine Nachbarn hat. Das ist unsere Nachbarschaft. Wir haben eine tolle Nachbarschaft. Alle unsere Nachbarn. Das ist die Nachbarschaft. Welche Wörter kennt ihr zum Thema Nachbarn, Nachbarschaft? Was kennt ihr? Hat jemand... Ein Beispiel, ein Wort. Was kann man mit Nachbarn machen? Nett sein. Nett sein, ja. Nett sein. Sehr gut. Noch was? Meine Nachbarn, alle Leute sind alte Leute. Deine Nachbarn sind alle alt? Du hilfst ihnen? Sehr gut. Dann mache ich das so, den Dativ, Nachbarn, den Nachbarn helfen. Wir machen noch die Übung zu Ende. Noch etwas? Mein Nachbarn ist nett. Ruhig. Ja, ruhig. Ruhig? Nachbarn, wer ist ruhig, du oder deine Nachbarn? Nachbarn. Ich auch. Okay, mach ich so. Ich habe ruhige Nachbarn. Aha. Ich gratuliere immer. Gratulieren? Ja. Wozu gratulierst du? Wenn Rosenmontag ist, kam, mhm, oder ein Fest oder neue Jahre, ich stelle kleine Karte in die Tür. Aha. Mhm. Wow, mit einer Karte? Immer, ja. Wow. Ich und meine Nachbarn auch, meine Ramadan oder Fest. Coole Nachbarn. Dein Hobby ist putzen, sie macht immer die Karten, sehr gut. Sie kocht gerne. Ihr drei zusammen seid perfekte Nachbarn. Eine putzt, eine kocht, eine schreibt Karten. Wenn ich koche, das ist so türkisches traditionell und so, das Kochen. Ich verteile auch meine Nachbarn. Cool. Sie sind auch immer so. Super Reiter, das ist so, sagen, fragen immer, was gibt es drinnen, ist so, ja, das kann ich auch immer. Du kochst für deine Nachbarn? Also ich manchmal? Ich koche zu Hause, mhm, ich bringe, das ist so. Manchmal bringst du denen was, ja, zu essen, ne? Aber die sind alle nett, weil ich nicht zu Hause bin immer, jetzt moment 2 Monate zu Hause, aber, mhm, immer meine Pakete bekommen. Ah, cool. Jeden Tag, ja, sind dann meine Pakete, sind immer alle Nachbarn genommen. Richtig, Pakete, man sagt annehmen. Annehmen, ja, genau, ja, annehmen, deswegen, ich muss ja unbedingt kochen. Pakete annehmen. Ja. Pakete annehmen, ja. Das ist, ja, da braucht man oft Nachbarn, das stimmt. Ja. Muss ich immer nett sein, ne? Ich habe einen Nachbarn und ich will nicht, dass er meine Pakete annimmt. Ich will das nicht. Oh nee, wir sind alle nett, Gott sei Dank. Pass, aber kommt jeden Tag. Meine Tochter auch bestellen, ich auch so viel bestellen. Das ist meine Tochter Angst jetzt. Die kennen hier Leute nicht in Bonn. Mhm. Deswegen bei mir bestellt fast jeden Tag ein oder zwei Pakete bekommen. Immer so, meine Unternachbarn oder neben der, alle sind genommen. Ne? Alle haben die Pakete angenommen. Angenommen. Mhm. Ach, an, hab ich cool. Ha,
Ah, schon gut. Ja. Schon gut. Okay, dann machen wir jetzt erstmal Pause. Dann machen wir gleich weiter.